ich bin jetzt schon eine Weile wieder in Augsburg. Also ich kam vor ein paar Stunden hier an. Und jetzt gerade habe ich mich kurz ready gemacht. Heute gehen wir auf so eine White Party. Deswegen habe ich hier schon mal mein Kleid dafür angezogen. Und mich ein bisschen geschminkt. Und genau, ich freue mich da richtig drauf. Ich bin zwar ein bisschen angeschlagen, aber ich hoffe einfach, dass es nicht schlimmer wird, wenn ich mich morgen ausruhe ein bisschen und so. Hallo, ich bin jetzt schon eine Weile wach. Also wir waren bis 5 Uhr oder so morgens wach. Also schon relativ lange auf jeden Fall. Und ja, ich war richtig fertig, als ich heute aufgewacht bin. Meine Augen waren auch so krass angeschwollen irgendwie. Also da ging es mir erstmal gar nicht gut. Aber ja, jetzt haben wir so Mittag, also so 12 Uhr haben wir, glaube ich. Und ich habe mir zu essen bestellt. Und das gönne ich mir jetzt auf jeden Fall. Und dabei schaue ich Gossip Girl, weil ich habe das noch nie geschaut. Aber irgendwie, ja, keine Ahnung, hatte ich Bock, das jetzt mal anzufangen. Und ja, ich wollte eh so ein bisschen entspannter heute mal in den Tag starten. Und nachher gehe ich wahrscheinlich noch zu Starbucks ein bisschen lernen. Ich muss generell halt lernen, also auch hier und so. Und auch ein paar Haushaltssachen machen. Also irgendwie so voll der typische Sonntag heute. Ich werde gleich auf jeden Fall erstmal duschen, weil ich fühle mich richtig eklig irgendwie heute. Und ich habe jetzt gerade noch einen Kaffee gemacht, damit ich irgendwie auf mein Leben klarkomme. Und plane jetzt meinen Tag ein bisschen noch und auch so die kommenden Tage. Was ich halt für die Uni machen muss und sowas alles. Und genau. Ich habe mir jetzt auch endlich mal so einen Planner geholt. Von Etsy habe ich den. Ich hoffe irgendwie, dass es mir hilft, so ein bisschen strukturierter zu sein. Weil ich hasse so, so Kalender, die man auf dem Handy oder so haben kann. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich das nicht. Deswegen finde ich es besser so als Planner. Ich bin so fertig eigentlich heute. Ich will eigentlich nur schlafen, aber da bin ich jetzt irgendwie auch selbst dran schuld, weil ich wusste, dass ich richtig viel machen muss, dass ich angeschlagen bin und keine Ahnung, ist jetzt alles ein bisschen stressig. Aber egal, wird schon. Ich habe jetzt heute Abend nicht mehr viel gemacht, weil irgendwie habe ich mich auch gar nicht gut gefühlt jetzt. Und gerade zieht hier auch voll der Rauch rein. Das nervt mich total, weil ich will eigentlich jetzt gleich schlafen. Ich lese jetzt, glaube ich, noch kurz. Und ich habe mir auch schon den Wecker auf 6 Uhr morgen gestellt, weil ich jetzt wieder versuchen will, wirklich so früher aufzustehen. Also sonst stehe ich so um 8 manchmal meistens auf, keine Ahnung. Aber ich will jetzt wieder regelmäßiger um 6 aufstehen. Ja, halt morgens direkt so schon ein bisschen produktiver sein und so, weil ich halt richtig viel für die Uni zu tun habe momentan. Ich habe mir jetzt heute Morgen so ein Tofu-Scramble gemacht. Da habe ich auch Zwiebeln reingemacht, weil ich dachte, dann werde ich vielleicht schneller gesund. Und halt auch ein bisschen Gemüse so. Und jetzt lese ich Rarity weiter. Das habe ich eigentlich mal angefangen gehabt, schon vor einer Weile. Aber ja, keine Ahnung, irgendwie habe ich dann irgendwann aufgehört und jetzt bin ich so circa bei der Mitte. Aber ich habe voll Lust jetzt in letzter Zeit wieder mehr zu lesen. Und genau, deswegen lese ich jetzt hier noch ein paar Kapitel. Es kam gerade was richtig Wildes an. Und zwar habe ich für meine Schwester und mich so einen Bartunterleger geholt. Ich finde den super geil. Guckt euch den bitte an. Also ich habe mich jetzt schon mal angezogen und werde jetzt kurz zu DM steppen. Und mir ein paar Sachen holen, damit ich schneller gesund werde, weil heute Nacht war wirklich richtig schlimm. Ich hatte so wenig Schlaf. Ich wollte eigentlich auch viel früher heute aufstehen, aber dann ging es mir so scheiße. Und ja, dann dachte ich so, nee, Schlaf ist jetzt wichtiger. Deswegen gehe ich jetzt ein paar Sachen einkaufen und nachher wollte ich eigentlich in die Bib. Aber ich muss halt mal gucken, wie es mir dann geht. Wenn es ein bisschen besser wird, dann gehe ich da auf jeden Fall hin, damit ich nicht den ganzen Tag so nur in der Wohnung bin und so. Ich bin jetzt wieder zurück aus dem DM. Ich habe mir hier einmal so einen 7-Tage-Shot geholt. Aber da gönne ich mir wahrscheinlich eh so
zweimal so ein bisschen was davon am Tag. Weil es hat mir sonst immer voll geholfen, wenn ich so morgens und so nachmittags ein bisschen was davon trinke. Ich wollte eigentlich ja in die Bib gehen, aber ich glaube, das mache ich jetzt doch nicht, weil es stürmt extrem hier und regnet auch voll. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie auch Angst, dass es noch schlimmer wird, weil es jetzt gerade schon echt arg ist. Und ja, keine Ahnung, irgendwie geht es mir auch, glaube ich, nicht gut genug, als dass ich da hin will. Weil dann muss ich eh die ganze Zeit meine Nase putzen und so. Das war voll nervig. Dann habe ich mir so Bonbons geholt. Halt einfach so, damit ich was zum Lutschen habe, weil mein Hals irgendwie voll ausgetrocknet ist auch. Und dann habe ich mir noch so ein Immunsystem-Saft geholt. genau. Ich habe mir auch noch so Haarkapseln geholt, weil ich wollte die mal ausprobieren, weil ich hatte die schon mal und eigentlich habe ich da schon ein bisschen so Unterschiede, glaube ich, gesehen. Weil ich habe ja hier diese Haare, die so langsam nachgewachsen sind. Also die sind jetzt mittlerweile auch relativ lang. Weil meine Haare manchmal irgendwie brechen. Ich glaube, irgendwie seit Corona war, also seit ich Corona hatte, war das irgendwie noch schlimmer. Und ich habe halt gedacht, vielleicht hilft es denen dabei, weil ich habe immer noch Probleme auch mit Haarausfall und so. Genau, ich werde jetzt direkt mal hier beides zu mir nehmen. Nachher wollte ich auch noch was kochen, weil ich dachte, wenn ich was Frisches koche, ist vielleicht auch ganz gut. Dann habe ich auch ein bisschen Gemüse und sowas. Also ich habe ja gerade eben gezeigt, was ich gekocht habe. Ich habe so Zucchini mit so Hackfleisch, Tomatensauce halt so überdeckt. Und dann habe ich noch so veganen Käse drauf gemacht. Und das ist jetzt im Ofen. Da freue ich mich richtig drauf, weil ich habe richtig Hunger jetzt. Und ich werde jetzt in der Zwischenzeit, bis es fertig ist, halt noch ein bisschen was für die Uni machen. Und vielleicht räume ich nachher auch noch mein Zimmer auf. Aber sonst gehe ich eigentlich relativ bald schlafen, damit ich schnell wieder gesund werde. I need a good love. I wonder if you're ever gonna... Mein Essen ist jetzt fertig. So sieht das Ganze aus. Sieht jetzt nicht ganz so geil aus halt, aber ich glaube, es wird sehr, sehr geil schmecken. Ich probiere das Ganze jetzt mal. Der Käse, den ich benutzt habe, der ist nicht so optimal, um was zu schmelzen, weil der irgendwie sehr hart geblieben ist. Schmeckt sehr gut, aber. In a couple weeks I could drive away, but you could find another victim. It's not your fault, I feel this way.